Zunächst einmal hatten wir eine Rallye gesehen nach den Inflationsdaten an der Wall Street, aber warum stoppte diese Rallye? Warum ging es dann nicht weiter, sondern hatten wir dann doch einen relativ kräftigen Rücksetzer? Mal sehen, wie es heute Abend dann noch ausgeht mit der Wall Street. Das kann ich jetzt natürlich nicht genau sagen, aber zunächst mal wollen wir uns anschauen, warum und was da passiert ist. Es gibt aus meiner Sicht zwei Gründe, warum diese Rallye dann stoppte. Erstens die Fed nach Aussagen der San Francisco Fed-Chefin Daly und zweitens Optionen, das was früher den Märkten geholfen hat, nämlich diese sogenannten Zero-DTE-Optionen, also Optionen, die noch am selben Tag verfallen. Da haben früher massenweise institutionelle und private Personen diese extrem günstig zu kaufenden Optionen gekauft, meistens fast immer Calls. Das hat bedeutet, dass die Market Maker sich absichern mussten und dann mitgehen mussten. Das hat die Aufwärtsdynamik verstärkt und das ist irgendwie weg. Im Gegenteil, die Leute kaufen jetzt Zero DTE Puts, also Puts, die noch am selben Tag verfallen, in der Erwartung, dass die Märkte fallen und die Market Maker gehen dann mit, sichern sich ab, verkaufen das jeweilige Underlying und das führt dazu, dass diese Rallye neben den Aussagen der Fed nicht mehr weitergeht. Aber schauen wir uns mal an die Daten zum Vormonat, sowohl Headline als auch Kern, wie erwartet 0,2% jeweils und zum Vorjahresmonat allerdings die Werte ein Ticken niedriger, CPI 3,2%, erwartet 3,3% und 4,7%, ja, das war um und bei erwartet, manche haben gesagt 4,8% ist die Erwartung, schwer zu sagen, also Pi mal Daumen in der Erwartung bis vielleicht einen ganz kleinen Tick tiefer. Hier sehen wir mal die Erwartungen im Vorfeld. Die meisten hatten so 0,16, 0,2. Nur Piper Sandler und vielleicht TD Securities und Citigroup waren da so ein bisschen die Ausreißer nach oben. Aber so 3,2, das war das, was man erwartet hat. Faktisch manche 3,3, manche sogar 3,4, manche 3,1. However, also es ist Pi mal Daumen in der Erwartung, aber hätte schlimmer kommen können, haben die sich gesagt an der Wall Street und das erstmal gekauft, zumal eben Core CPI, also die Kernrate, nur in Anführungszeichen 0,2% gestiegen ist. In den Vormonaten waren wir ja teilweise bei 0,4, bei 0,5, bei 0,6 schon in diesem Jahr. Nicht in diesem Jahr, doch einmal waren wir 0,5. Also das ist jetzt nicht mehr so steil ansteigend, die Kernrate, also ohne Nahrung und Energie. Unten sehen wir mal die Entwicklung dieser Inflation. Aber in der Headline-Zahl, also mit Nahrung und Energie, haben wir jetzt diese 12-monatige Strecke gebrochen, wo die Inflation permanent von Monat zu Monat gefallen ist, zum Vorjahresmonat, nicht zum Vormonat, da ist sie ja meistens weiter gestiegen. Und das sehen wir, diese 12 Monate lange Rückgang einer Inflationszahl haben wir zuletzt im Prinzip am Ende des Ersten Weltkriegs erlebt. Also das war schon eine gewisse Strecke, kann man sagen. Und wenn wir uns die Daten mal genauer anschauen, dann finde ich manches komisch, zum Beispiel Energy soll angeblich nur um 0,1% gestiegen sein zum Vormonat. Wir wissen, dass vor allem in der zweiten Juli-Hälfte der Ölpreis nach oben geschossen ist, Gasoline, die Benzinpreise nach oben geschossen ist. Also wie man hier auf diese 0,1% kommt, das kann wahrscheinlich nur die wundersame Statistikbehörde erklären. Was wir hier auch sehen, Services less Energy, also Services ohne Energie, 0,4% gestiegen, während Medical Care Services 0,4% gefallen sind. Also da sehen wir, dass die Preise rückläufig gewesen sind. Wie auch immer, jedenfalls ist das ein sehr gemischter Bericht. Wir sehen, dass diese Shelter Inflation, also alles, was mit Unterkunft zu tun hat, Miete, Housing, was auch immer, dass wir da jetzt in Anführungszeichen nur 7,69% zum Vorjahresmonat gestiegen sind. Im Juni waren es noch 7,83%. Das ist jetzt mit diesen 7,69 das geringste oder der geringste Zuwachs seit Dezember 2022. Aber Rent Inflation immer noch 8%, also Miete immer noch 8%. Und hier sehen wir mal, was das Konkrete bedeutet. Inflation on Shelter 7,7%. Inflation also die Inflation für Mieter immer noch 8%. Wenn du zum Beispiel essen gehst, bist du 7,1% höher dabei. Also viele Dinge, die letztendlich Normalität sind, werden praktisch zum Luxusgut, wie hier dieser Tweet zeigt. Und die Fed hat
ja eigentlich ein Inflationsziel von 2%. Da sind wir in jeder Kategorie drüber, sowohl Headline als auch vor allem natürlich Kernrate. Also keine Entwarnung, kann man sagen, für die Fed. Und wenn wir jetzt von Mieten mal sprechen, dann sehen wir zum Beispiel in New York die Apartment Rents. Und jetzt ist vielleicht New York nicht ganz typisch für ganz Amerika, aber natürlich ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste Mietmarkt in den USA. Hier sehen wir, dass die Medianmiete jetzt $4,400 beträgt. 4.400 Median, das heißt die Hälfte drüber, die Hälfte drunter. Und da muss man schon mal ein bisschen was verdienen. Das ist ein Anstieg von 2,3% zum Juni, sowohl in Brooklyn als auch in Manhattan, auch in Northwest Queens, also in den Gebieten, die jetzt nicht so hyper sind. Zumindest nicht so wie in Manhattan. Wir sehen also einen breiten Mietanstieg in New York. Dennoch, die Reaktion der Fed Fund Futures und der Experten war also, da wird jetzt keine Zinsanhebung im September kommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed dennoch die Zinsen anhebt, sehen die Fed Fund Futures nur noch bei 9,5%, 90%ige Wahrscheinlichkeit, dass das nicht passiert und nur noch eine Wahrscheinlichkeit von 27%, dass die Fed überhaupt in diesem Jahr die Zinsen nochmal anhebt. Laut den Fed Fund Futures eigentlich eine tolle Nachricht, aber... Wir wollen uns gleich ein paar Probleme anschauen noch da. Also hier hatten wir JP Morgan, die gesagt haben, ja, unser Basisszenario, das Wahrscheinlichste ist, dass die Inflation 0,2 steigt. So war es dann auch. Und dann hat man gesagt, dann würde der S&P, naja, ein Viertel bis ein halbes Prozent steigen, weil es hätte ja auch schlimmer kommen können. So die Logik, hier sehen wir mal, was die letzten Male passiert ist. Je nachdem, was da an positive Überraschung beat oder miss, also ob sozusagen die Zahl niedriger war oder höher war, wir sehen, meistens ging es so ein bisschen nach oben, aber jetzt auch nicht mehr so dolle. Früher, da hatten wir so Ausschläge 1,8%, 2,9%, 1,6%. Jetzt sind wir seit März oder seit Februar genauer gesagt, sind die Bewegungen nicht mehr ganz so groß. Und warum die Party zumindest vorerst gestoppt war, das erklärt vielleicht das, was Sie hier sehen, nämlich Mary Daly, die in einem Interview bei Yahoo Finance gesagt hat, also wir haben still more work to do on inflation. Das ist praktisch eine Umschreibung dafür, dass wir die Zinsen dennoch weiter anheben werden. Wir müssen die Nachfrage in Einklang bringen mit dem Angebot. Subtext, wir haben nach wie vor zu viel Nachfrage. Wir sind committed, die Kerninflation nach unten zu bringen und die ist ja weit über diesen 2%. Wir können noch lange nicht Victory erklären, also nicht den Sieg erklären über die Inflation und die Daten waren weitgehend wie erwartet. Das hat so ein bisschen dann die Renditen nach oben gebracht und so ein bisschen die Partystimmung auch der Aktienmärkte gebremst im Mindesten. Und dann sehen wir nochmal eine Kategorie, die für die Fed die allerwichtigste ist, sogenannte Core Services Less Shelter, also ohne Kerndienstleistung, weil da viel Druck ist, in dem Inflationsdruck ist im Dienstleistungsbereich, ohne die ganze Shelter-Geschichte, also Wohnung, Haus und so weiter, die sogenannte Supercore, also die Superkerninflation. Und hier sehen wir, die ist zum Vormonat um 0,2% gestiegen und um 4,0% zum Vorjahresmonat gestiegen. Im Juni waren es nur 3,9. Wir sehen also hier wieder eine leichte Beschleunigung der allerwichtigsten Kategorie für die Fed. Das ist das eine. Das andere ist Mechanik, was die Kursbewegungen hier auslöst. Und Optionen sind ja immer wichtiger geworden. Zero-DTI-Optionen, also Optionen, die noch am gleichen Tag verfallen, die wurden und sind ein Volkssport in den USA. Und vor noch nicht allzu langer Zeit, da wurden praktisch nur Calls gekauft, also auf steigende Werte, steigende Aktien oder steigende Indizes spekuliert mit ultra kurz laufenden Optionen. Die Market Maker, wie gesagt, gezwungen dann selber das Underlying zu kaufen. So hat sich dann der Aufwärtsdruck potenziert. Jetzt aber sehen wir, wie Spot Gamma hier schreibt, dass die Trader Puts kaufen in diese Rallye hinein, sodass eben diese Dynamik nicht da ist. Möglicherweise die Market Maker dann sogar das Underlying verkaufen müssen, also die Mechanik sich dann nach unten aufspulen könnte. Wir werden sehen, wie die Märkte jetzt weiter agieren, aber hier auch dieser Punkt von Goldman Sachs vor einigen Tagen, Fade the Green, verlasse die Rallye gewissermaßen, weil in allen Fällen die CTAs, die unabhängigen Vermögensverwalter in den USA, verkaufen müssen. Warum? Weil die Positionierung schon extrem long ist. Die sind in der 99. Perzentile long positioniert und das ist der Verlauf zum Stand, wo ich jetzt das Video aufnehme. Wir sehen hier diesen Docht beim Nasdaq, der
erstmals seit längerer Zeit, seit August jetzt mal ein höheres Tief gemacht hat. Vorher immer tiefere Hochs und tiefere Tiefs gemacht. Jetzt hat er mal versucht, ein höheres Tief zu machen zumindest, aber dann gleich der Abverkauf wieder. Wie gesagt, wir werden sehen, wie es rausgeht heute. Das kann ich jetzt nicht antizipieren, ne, mit Glaskugel. Jedenfalls hier nochmal vielleicht zum übergeordneten Bild. Hier zum Beispiel jetzt mehren sich die Stimmen, dass dieses Downgrade durch Fitch durchaus gerechtfertigt war, was die US-Bonität betrifft. Hier sagt man, wir haben jetzt eine ganz andere Situation als 2011. Die fiskalische Situation, damals hat ja S&P die USA abgestuft, die fiskalische Situation ist viel, viel schlechter geworden. Und ja, das sehen wir hier in diesem Chart. Zum Beispiel im Jahr 2000, rechter Chart hier, hatte die USA um und bei 50% Schulden zum BIP. Jetzt sind wir mal ganz entspannt so bei 130%. Das heißt, die Lage der USA, die Bonität hat sich rapide verschlechtert. US-GDP oder die Schulden zum BIP sind auf einem Allzeithoch, sodass die USA jetzt praktisch, naja, so im Mittelfeld der Länder agiert und nicht mehr irgendwie eine besonders gute Bonität hat. Also diese Abstufung, mit anderen Worten, ist absolut gerechtfertigt, wenn man jetzt mal die Zahlen sich hier anschaut. Und vielleicht nochmal kurz eine interessante Meldung heute über Nvidia. Hier sagt man, dass die Chinesen, vor allem Baidu, ByteDance, Tencent, Alibaba, hier Chips bestellt haben bei Nvidia. Das war schon immer mein Verdacht, dass wahrscheinlich die Chinesen massiv bestellen. Warum? Weil sie, wie unten hier schon angedeutet, fürchten, dass sie keine Chips mehr kriegen von den Amerikanern. Also noch schnell ordern, was man kann. Dementsprechend sind die Erwartungen des Umsatzes von Nvidia nach oben gegangen. Nvidia heute so ein bisschen um die Nullerachse, nachdem es ja zuletzt nach unten gegangen ist. Warum? Einerseits klingt das ja gut, dass die Chinesen massiv bestellen. Auf der anderen Seite, naja, aber das könnte bald aufhören, weil eben die beiden Administrationen ja hier schon Investments in verschiedene Tech-Sektoren in China jetzt unterbinden will oder minimieren will. Die Chinesen oder das chinesische Außenministerium hat harsch reagiert und gesagt, wir schlagen zurück. Das ist absolutes No-Go, however. Aber die Chinesen haben wirklich eigene Probleme. Hier sehen wir mal die Property Sales, also die Verkäufe von Wohnimmobilien. Die sind in den 30 großen Städten, also nicht in der Pampa, sondern in den großen Städten, sind um 12,3% zurückgegangen zum Vormonat in der ersten Augustwoche und um 30,6% zum Vorjahresmonat. Das ist also ein Riesenrückgang, den wir hier sehen. Der Immobilienmarkt ist die große Achillesferse. Der hat diese Scheinblüte der chinesischen Wirtschaft als Ponzi-Schema gewissermaßen, wo alle immer reicher werden, erst ermöglicht. Jetzt sieht man, wie Peking nervös ist. Jetzt hat man die Reisen wieder erlaubt ins Ausland von chinesischen Reisegruppen. Deswegen sind dann zum Beispiel Luxusfirmen oder Firmen, die Luxusgüter herstellen, Prada und Konsorten, sind gestiegen heute im europäischen Handel. Aber mal nach Deutschland. Hier jetzt Storage Operator, also jemand, ein Gas, der Gasspeicher betreibt, sagt also, wir könnten einen Gasmangel haben bis 2027 und wenn der Winter kalt wird, dann könnten wir schon im Januar einen Gasmangel haben. Das klingt natürlich richtig erfreulich und zeigt die Genialität des Planes unseres Wirtschaftsministeriums. Und jetzt wagen sich auch immer mehr Konzernlenker, DAX-Konzernlenker an die Öffentlichkeit. Hier zum Beispiel der Chef von Munich Re, der sagt, das Land hat so in vielen Bereichen eingebüßt, was die Leistungsfähigkeit betrifft, vor allem die Bürokratie sei ein Riesenproblem. Die fehlende Planungssicherheit aufgrund der erratischen Politik auch der Bundesregierung, hat er indirekt gesagt. Und abschließend, meine Damen und Herren, Dry-Empfehlungen. S&P 500, warum es zu Zwangsverkäufen bei US-Aktien kommen kann. Charlie McElligott von Nomura mit sehr klugen Gedanken dazu. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung. Ja, wir haben gesehen, der Ölpreis ist angestiegen und das könnte noch weitergehen, denn es könnte sich ein massives Öldefizit am Weltmarkt andeuten, nachdem ja sowohl die Saudis als auch die Russen deutlich ihre Produktion gekürzt haben. Zweite Empfehlung. Und dritte Empfehlung, wie schaut es eigentlich aus mit den Immobilienpreisen? Die sind echte Transaktionen, nicht irgendwelche Annoncen von 700 Banken, zeigen, dass es da weiter abwärts geht. Wie da die Perspektiven sind, erfahren Sie da. Also diese drei Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.